Sag halt was. Ich. Aber nicht mal einen Plan, was wir machen. Ich weiß nur, dass ich gerade Essen gekocht bekomme. Ich freue mich schon drauf, weil hier mein Magen hat Hunger. So, gell? Also muss ich schnell machen. Ja. Ja, dann sage ich unter den Umständen halt mal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flo kocht. Heute Outdoor Kitchen. Wir wollten eigentlich komplett nach draußen, aber dachten, auf dem Balkon ist doch ein bisschen einfacher, da können wir nichts vergessen. Es gibt eine leckere Asia-Pfanne nach eigenem Rezept, eigene Kreation. Alles, was man dazu braucht, seht ihr hier, beziehungsweise ich blende die Zutaten natürlich nochmal ein. Und ja, viel Spaß mit dem Video und lasst es euch schmecken. Wir beginnen damit, erstmal alle Zutaten zu zerkleinern. Wir hacken den Knoblauch und die Chilis in kleine Stücke, schneiden die Zucchini, die Karotten und die Tomate in größere, mundgerechte Würfel, hacken den Koriander klein und lassen die Limette ganz. In den vorgeheizten Wok kommt Kokosöl. Unbedingt Kokosöl verwenden, denn das bringt nochmal einen eigenen Geschmack. In das heiße Öl den Knoblauch und die Chilis hinzugeben und wenn das Ganze etwas Temperatur bekommen hat, etwas angedünstet ist, dann löschen wir das Ganze nach gelegentlichem Umrühren mit Sojasauce ab. Nach kurzem Einköcheln mit ungefähr 30 Sekunden bei mittlerer Hitze geben wir den Honig hinzu, verrühren das Ganze, warten, bis der Honig sich aufgelöst hat und bis er leicht beginnt zu karamellisieren. Jetzt wird die Limette wichtig. Drückt den Saft von der kompletten Limette in euren Wok oder eure Pfanne und rührt das Ganze um. Es folgt der frisch gehackte Koriander, der dem Ganzen nochmal eine besondere Note gibt. Das Ganze lasst ihr jetzt etwas länger einköcheln, so 2 bis 3 Minuten, und diese Soße gibt die geschmackliche Basis für euer Gericht. Es folgt das Gemüse, erst die Karotten, dann die Zucchini und zum Schluss, nach kurzem Andünsten, könnt ihr noch die Tomatenwürfel hinzugeben. Mischt das Ganze gut durch, lasst es noch etwas ziehen. Falls ihr nachwürzen müsst, eignet sich Curry und etwas Salz, aber es sollte etwas Soße entstehen, das heißt, ihr könnt auch einfach mit etwas Wasser verlängern. So sieht das fertige Gericht aus und jetzt schauen wir mal, wie es schmeckt. Mmh. Oh ja. Oh ja. Lecker. Oh ja.